Und weiter geht's im Kampf gegen die Zombies. Dappy Dave hat wieder irgendwas zu sagen. Potzblitz! Ich wollte immer wie ein richtiger Klabautermann lospoltern. Und ich wollte schon immer mein eigenes Poopdeck. Poopdeck? Ernsthaft? Ja, los. Ich möchte nicht, dass er hier ein provisorisches Poopdeck aufzieht. Ich auch nicht. Aber zunächst geht's in die Pinata-Party, damit wir heute endlich die finale Pinata bekommen. Mal sehen, was uns heute wieder erwartet. Okay, sie dürfen nicht die Blumen zertrampeln. Klavierzombies, was war da hinten noch? Ach du je, okay, wieder viele Grabsteine. Also hier sind viele. Da kommt natürlich auch schon der erste Zombie. Wir können den aber ja gerne hier rüber locken. Dann kann er auf die Stacheln treten. Und dann können wir den noch kaputt boxen. Na, jetzt haben wir für Hund nichts. Ah, jetzt aber. Gut. Soweit, so gut. Ach, da kommt so ein Truthahn. Oh nee, das wird doch wieder nichts. Der müsste... Okay, das ist gut. Okay, das hat funktioniert. Da bin ich ja froh. Das Klavier können wir auch mit den Stacheln kaputt machen. Deswegen machen wir das mal so. Und da kommen gleich zwei von diesen Truthähnen. Wir stellen hier einfach auch mal so ein... So, die dürfen nicht über die Blumen treten. Das ist nämlich das Problem hier. Oha. Da ist es schon passiert. So, die Frage ist, wenn ich jetzt erneut versuche, muss ich mir eine Werbung angucken? Oder für 1000? Wir probieren das mal aus. Es kann aber jetzt sein, dass es abstürzt. Okay, soweit hat das funktioniert. Das freut mich ja. Ja, Werbung am besten einfach vorspulen. So, versuchen wir das nochmal. Da hat sich doch ein Truthahn, glaube ich, nach vorne geschummelt. Den habe ich gar nicht gesehen. Diesmal fängt es anders an, aber auf jeden Fall wieder vielleicht ein bisschen weiterlaufen lassen erstmal. Ja, wir bräuchten mehr Verteidigung hinter den Blumen, damit uns nichts passieren kann. So, der kann dann da in die Stacheln. Naja, machen wir das mal so. Eigentlich war ja meine Taktik eben gar nicht so verkehrt, oder? Jetzt kommt schon der erste Truthahn wieder angelaufen. Vielleicht stellen wir dann hier auch noch so ein Ding hin. Und einfach mal zur Verteidigung. Ah, okay. So. Ob das jetzt so clever war, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. So, wo kommt das Klavier? Hier unten. Das machen wir direkt kaputt. Hier wieder einen Haufen Truthähne. Hauptsache, die schaffen es nicht bis zu den Blumen. Die sterben sofort in den Stacheln, das ist ganz gut. Und ich muss aufpassen, dass die hier nicht meine ganzen... Was sind das eigentlich für Dinger? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich kenne die nämlich sonst eigentlich gar nicht. Dass die nicht alle gefressen werden. Der hier, der sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. So, hier wieder zwei Truthähne. Oh, oh.
Oh, 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 oh. Ich spiel den an. Okay, das hat funktioniert. Was macht der? Ich habe ein bisschen Angst. Wir machen hier einfach mal ein bisschen Stachelattacke. Oh, oh, der da oben hat gar nichts. Okay. Ach, der dreht sich so. Das ist so einer. Wo ist denn das Klavier? Das habe ich jetzt noch gar nicht... Ich höre das nur, aber ich sehe es nicht. Ah, da kommt es. Das macht das Klavier nicht kaputt. Ah, doch, okay. So, wieder Truthähne. Bis jetzt läuft es ganz gut. Wir brauchen noch eine große Welle. Wieso wird der nicht zerstört? Okay, jetzt. Oh, oh, da oben. Okay. Jetzt habe ich keinen Superdünger mehr. Zur Not muss ich hier noch einen hinstellen. Ach, der steht aber jetzt blöd. Jetzt kommt die letzte Welle. Ich hoffe, wir schaffen das. Okay, da kriegen wir gleich nochmal Superdinger. Wenn wir es nicht verkacken. Na komm schon, box die alle kaputt. Oh oh. Oh 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 oh. Ich hätte die Nuss wieder da hinstellen sollen. Geht weg, ihr blöden Truthähne. Okay, wir können vielleicht einmal hier Attacke machen. Okay, das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Da unten, das ist schlimmer. Die laufen alle in die Stacheln. Wäre schön, wenn ich noch eine Pflanze kriegen würde, die ich hier einsetzen kann. Okay. Ich glaube, das klappt. Ah, wunderbar. Geht ja doch. Okay, jetzt hören wir wieder die Klaviermusik, aber es passiert nichts. Spur mal vor, vielleicht kommt hier noch eins. Ah, okay. Nee, das zählte nicht mehr. Ein bisschen verglitscht. Naja. Ach, Süßkartoffel ist das. Okay. Rötenpilz. Wieder kein toller Schatz. Aber jetzt kriegen wir die Pinata. Können wir ein bisschen draufhauen. Okay, es gibt Münzen. Wahnsinn. Das hat sich ja voll gelohnt. Okay. Naja, wenigstens habe ich kein Geld ausgegeben. Musste ich mir halt einmal eine Werbung angucken. So. Das ist mal ein echter Traditionsbruch. Nasenbrecher kommt aus der Vergangenheit und trifft dich direkt auf die Nase. Das heißt Vasenbrecher, Benutzer Dave. Vasenbrecher. Dann halt direkt auf die Vase. Probiere Vasenbrecher aus. Muss ich das jetzt machen? Eigentlich wollte ich das nächste Level spielen. Okay. Nee. Den Vasenbrecher, den heben wir uns für ein anderes Mal auf. Der ist, muss ich sagen, hier ein bisschen schwieriger, finde ich, als im ersten Teil. Ich liebe den Geruch von Kokosnusskanonen am Morgen. Riecht nach, naja, Kokosnuss. Tippe die Kokosnusskanone an, um sie abzufeuern. Okay. Bada boom. Fantastisch, jetzt jage so viele Zombies hoch wie möglich. Gut, hier kann man schöne Kombos machen. Wenn man die richtig trifft. Und die haben dann immer einen Cooldown und brauchen ein bisschen, um wieder aufzuladen. Die alle treffen können in der Mitte. Ah, fast. Einer überlebt irgendwie immer. Ah ja. So, jetzt ist er kaputt. Wir brauchen 5000 Punkte. Das haben wir ja gleich schon. Hups, der war ein bisschen zu früh abgefeuert. Er konnte es nicht mehr erwarten. So, da haben wir die Punktzahl erreicht, die wir brauchen. Aber wir können natürlich noch viel mehr sammeln. Ja. Fünfer-Kombo, gar nicht so schlecht. Kriegen wir noch was mehr hin? 6. Oh, da sind ganz viele. Ach, sind trotzdem nur 4 geworden. Bam! Stark! Kommt die letzte Welle, da geht noch alles. Ich glaube, es ist besser, wenn die hier weiter vorne sind. Ja, vielleicht auch nicht. So ganz, ist mir das nicht klar. Oh. Wann man die beste Kombi erzielt.
Combo. Also so auf jeden Fall nicht. So, kommen die jetzt alle hier in der Mitte vorbei? Das wäre doch mal schön. Na, immerhin 5. Und da haben wir den letzten auch noch abgeschossen. 19.400? Kriegen wir das jetzt in Münzen? Das wäre schön. Nö, kriegen wir nicht. Wir kriegen gar nichts. Eine Münze. Wahnsinn. Aber immerhin haben wir jetzt das Drachenmäulchen freigeschaltet. Deckt einen kompletten Bereich vor sich mit Feuer ein. Das heißt, 3 Felder werden angezündet. So, und noch eine Piraten-Pinata. Das Cola-Cornerpult. Und direkt mal für das Drachenmäulchen. Wir brauchen 10. Ja, das dauert ein bisschen. So, als nächstes gibt es das Stachelkraut. Das haben wir ja gerade schon in der Pinata-Party gesehen. Sehr nützliche Pflanze. Die braucht man häufiger. Okay, so, jetzt aber erstmal das nächste Level hier. Ist nichts Ausgefallenes. Aber wir können ja jetzt mal anstatt des Pak Choi das Drachenmäulchen nehmen. Die kosten nämlich genauso viel, aber ich finde, ist es natürlich praktisch, dass der in 3 Reihen gleichzeitig schießt. Und da nehmen wir noch den Duplinator. Los geht's! Einmal vorspulen am Anfang, damit wir schneller Sonnenlicht kriegen. Der erste Zombie, der braucht ja eh mal eine Weile. Er kann dann hier in die Mine laufen. Wie gehabt. Ihr kennt das Spiel. Es ist, wie gesagt, häufig benutze ich die gleiche Taktik, die gleichen Pflanzen, weil die sich einfach bewährt haben. Und solange wir jetzt noch nicht so eine große Auswahl haben, kann man da auch nicht viel rumexperimentieren. Also man kann schon. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte das ganze Level nur mit Kartoffelminen überleben. Das könnte allerdings ein bisschen in die Hose gehen. Deswegen mache ich das nicht. Vielleicht für spätere Folgen, wenn man einfach mal nochmal alte Level spielt, dann könnte man mal was riskieren. So, wenn der jetzt da vorbeigelaufen ist, stelle ich jetzt hier das Drachenmäulchen hin. Das kann nämlich dann gleich die beiden platt machen. Und ansonsten setzen wir schon mal überall. Wir können natürlich auch die doppelte Power. Das ist ja ganz klar. Abfeuern. Beziehungsweise die dreifache. Und der da unten, der kriegt auch noch hier so ein Cornerpult. An den Rändern, ja. Da setze ich meistens kein Drachenmäulchen mehr hin. Das lohnt sich nicht so wirklich. Weil dann ja eine Lane ausgespart ist. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Kann man trotzdem machen. So, dann gibt es hier noch den Duplinator natürlich. Und dann würde ich sagen, steht unsere Verteidigung fast perfekt. Bei Kartoffelmine da oben. Und aber viele Pelonen-Zombies. Das Vorspulen hebt sich übrigens immer auf, wenn ein Zombie zu nahe kommt. Also hier vorne. Deswegen spulen wir jetzt auch gar nicht mehr vor. Finde ich ganz gut, denn dann ist es ja meistens brenzlig. Und dann ist es gut, wenn die Zeit wieder normal läuft. So, dann stellen wir unten auch noch eine Nuss hin. Einfach weil das können. Ach komm, hier. Skadoosh. Ich glaube, da kommt zwar keiner mehr, aber wir können ja trotzdem nochmal so ein Ding dahinstellen. So, und wenn wir hier jetzt den Dünger drauf tun, dann werden die einmal alle gegrillt hier in den 6 Feldern davor. 9. Jetzt haben wir aber viel Spezialdünger gesammelt. Eine Kiste. Ein Schatz. Was da wohl drin sein mag? Endlich, einer der Piraten hat etwas Beute fallen lassen. Ich glaube, da ist etwas mehr drin als bloß ein Schatz. Totenmannskiste. Überlebe immer wildere Zombie-Attacken. Zeige in dieser Endloszone, was du drauf hast. Ja, Endloszone.
Die können wir dann irgendwann auch mal ausprobieren. Für den Anfang würde ich aber gerne einfach den Story-Mode sozusagen durchspielen. Da erscheint er, in der Schatzkiste. Gut. Totenmannskiste ist jetzt verfügbar. Totenmannskiste ist schon ein bisschen blöd. Als nächstes gibt es wieder eine Pinata und dann gibt es das Stachelkraut. Jetzt gehen wir noch einmal kurz in unseren Zen-Garten. Dann müsste es wieder Geld geben. Jawohl. Pflanzen wir noch ein Blümchen. Und gießen das. Und dann nochmal die Biene drauf. Und irgendwann setze ich auch mal hier die Verstärkung ein. Hier kommen nämlich, glaube ich, noch so ein paar Level, die sind ein bisschen blöd. Sagen wir es mal so. Na gut, ansonsten war es das für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.